Wir haben jetzt in 4,5 Wochen die Infektionszahlen, auch die Inzidenzzahlen, um 89% senken können. Das ist der stärkste Rückgang von allen Bundesländern. Vorher hat es genau 5 Wochen gedauert, dass es von der Inzidenz von 200 auf fast 1800 hochgegangen ist, vom 7.10. bis zum 18.11. Jetzt haben wir also genau die Gegenbewegung. Ich führe das natürlich zurück auf den Lockdown. Ich führe es aber auch zurück auf die Maßnahmen, die Salzburg schon früher gesetzt hat, am 15.11. mit dem Salzburger Paket. Also das hat sich in Summe eigentlich gut entwickelt. Die Hospitalisierung geht zurück. Wir haben derzeit 110 Personen hospitalisiert, davon 26 auf Intensivbetten. Das ist der Wermutstropfen. Die Intensivbelegung ist nicht so rückläufig, wie wir uns das wünschen würden. Alle Experten sagen, dass 10% ungefähr der Intensivbetten für Covid-Fälle angestrebt werden sollten. Das wären in Salzburg 15 Betten. Wir stehen aber derzeit noch bei 26. Vorgestern waren es auch 22. Also das ist ein ewiges Auf und Ab. Aber da sehen wir nicht so den starken Rückgang wie in der Normalhospitalisierung. Grund ist, dass die Patienten auf den Intensivstationen relativ jung sind und relativ lange dort bleiben. Aber Frau Professor Hoppe wird dazu sicher im Detail auch einiges noch auszuführen haben. Bei den Impfungen kommen wir gut voran, vor allem was die Boosterung, die dritte Impfung betrifft. Hier sind wir am zweiten Platz in Österreich, knapp hinter dem Burgenland. Christian Schöckl wird es dann im Detail erklären. Klar, Burgenland hat eine größere Anzahl an Impfungen über den Sommer erreicht als wir. Das heißt, wir sind da in einem Aufholprozess. Und bei den Erstimpfungen erreichen wir knapp 1% der Bevölkerung in der Woche. Das schlägt sich jetzt auch in erhöhten Zweitimpfungen nieder. Da wird wirklich Großes geleistet. Und insgesamt kann man also sagen, die Situation hat sich gegen Weihnachten hin gemäß den Erwartungen verbessert, eigentlich mehr als die Erwartungen waren. Ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt in dieser Woche und über die Weihnachtstage noch weiter runterkommen werden. Wir sind jetzt, was die Inzidenzzahlen betrifft, im oberen Mittelfeld. In Österreich derzeit am Platz 4. Gestern waren wir schon am Platz 3. Knapp Wien an der Fährte sozusagen. Also insgesamt ist das positiv. Leichter Wermutstropfen, Intensivbetten, die leeren sich nicht so schnell, wie wir das gehofft haben. Da bleiben die nächsten Tage noch abzuwarten. Erster Block. Zweiter Block. Jetzt sind wir 2 Jahre in der Pandemie. Und ich muss Ihnen leider sagen, diese Pandemie wird uns weiter begleiten. Das heißt, wir müssen uns auch organisatorisch neu aufstellen. Wir müssen von einer Krisenorganisation in eine Linienorganisation kommen. Und das bedarf einiger Umstellungen. Es bedarf einer zentralen Führung dieses Themas auf operativ-administrativer Ebene. Und wir haben uns daher entschlossen, einen zentralen Leiter des Covid-Managements zu installieren. Diese Funktion wird Herr Oberst des Generalstabes Peter Schinnerl wahrnehmen. Was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist erstens mal Ansprechpartner, zentraler Ansprechpartner zu sein, intern. Wir haben ja die verschiedensten Dienststellen, die mit Covid befasst sind, auch für die Regierung. Wir sprechen hier immer mit unterschiedlichen Leitern. Einmal ist es das Impfboard, dann ist es das Covid-Board, dann sind es die Abteilungsleiter der Abteilungen 2 und 3 oder der Personalabteilung. Das heißt, es liegt zu viel an Differenziertheit in der unmittelbaren Ansprachebene für die Regierung. Also wir brauchen intern einen einheitlichen Ansprechpartner. Das gilt aber auch für die befassten Dienststellen. Sie können sich ja vorstellen, es ist eine gewisse Hemmschwelle, direkt den Landeshauptmann oder den Landeshauptmann-Stellvertreter anzurufen, wenn man als Dienststellenleiter oder Referatsleiter ein Problem hat. Und da läuft dann der Informationsfluss nicht so, wie er laufen sollte. Daher auch intern ein zentraler Ansprechpartner. Und auch extern für unsere Partner, Rotes Kreuz zum Beispiel. Das Rote Kreuz hat für die Teststraßen andere Ansprechpartner bei uns als für die Impfstraßen. Zum Beispiel auch für die Ärztekammer, für die Medien, auch für Sie ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir einen gemeinsamen Ansprechpartner haben können.
Der Herr Oberst Schinnerl wird aber nicht nur Ansprechpartner und unter Anführungszeichen Sprecher sein, sondern er wird vor allem massiv operativ eingebunden in das Geschehen. Er wird mit seiner Organisationseinheit nach einem Paragraphen der Geschäftsordnung als sogenannter Projektauftrag, Paragraph 15 der Geschäftsordnung, auch sachlich in Betracht kommende Oberbehörde sein. Das heißt, er hat sicherzustellen, dass zum Beispiel die Quarantänevorgaben, die Umsetzungen in den Bezirkshauptmannschaften einheitlich gemacht werden, dass wir da gemeinsame Standards bekommen. Er hat unmittelbaren Zugriff auf die Fachspezialisten in den verschiedenen Abteilungen, an der er sich bedienen kann. Bei ihm laufen alle Informationen zentral zusammen. Und seine Aufgabe ist dann ein Lagebild, ein tagesaktuelles Lagebild zu erstellen, mit einer Planaussicht, damit auch dann zur Politik zu kommen letztlich und uns so die Entscheidungsgrundlagen entsprechend aufzuarbeiten. Es ist also eine Vielzahl von Aufgaben, die er da umzusetzen hat. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten. Er ist Salzburger, kommt aus Adnet, war bei den Hubschraubern, ist ein Mann, der sehr viel praktische Organisationserfahrung hat. Und mir war das wichtig, dass wir dort auch in eine Organisationsspezialistenebene kommen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man Dinge in klaren Strukturen aufstellt und dann operativ auch 1:1 umsetzt. Und das österreichische Bundesheer kann das und daher bin ich dankbar, dass er bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich bin auch dem Bundesheer sehr dankbar, dass Sie bereit waren, uns den Herrn Oberst Schinnerl für ungefähr ein Jahr zu überlassen. Da kann er jetzt die Linienorganisation aufstellen und wir werden die dann entsprechend weiterentwickeln. Wie geht's weiter? Omikron in aller Munde. England ist, wie die Experten sagen, das Testlabor. Wir hatten heute wieder eine recht lange und intensive Erörterung mit unserem wissenschaftlichen Beratungsstab. Die Situation ist so, dass die Infektion sich sehr, sehr rasch verbreitet. In England ist der Erfahrungswert, sie verdoppelt sich praktisch in einer Woche, die Infektionszahlen. Die Verläufe sind derzeit eher milde. Also es kommt zu keiner, so die Auskunft der Experten, signifikanten Zunahmen bei der Hospitalisierung und bei den Intensivbetten, aber zu einer relativ hohen Ausfallsquote bei den Mitarbeitern infolge von Quarantäneverfügungen, infolge von Verfügungen für Kontaktpersonen. Und das wird unser eigentliches Problem sein, dass bei den systemrelevanten Berufen, zum Beispiel in den Spitälern, bei den Bezirkshauptmannschaften, möglicherweise auch bei der Polizei, bei anderen wichtigen Einrichtungen, einfach Personalausfälle eintreten werden. Das heißt, es ist ein Gebot der Stunde, jetzt hier Pläne aufzustellen, wie man trotzdem operativ funktionabel bleiben kann. Die Experten sagen auch, dass die zweite Impfung nur einen eingeschränkten Schutz bietet, aber sehr wohl die dritte Impfung, die Boosterimpfung mit 70-80%, das ist ein sehr hoher Schutzwert. Frau Professor wird dann auch dazu entsprechend aufführen, was das dann im Einzelnen bedeutet. Daraus haben wir schon jetzt den Schluss gezogen, alle Kraft in die Boosterimpfung. Wir werden jetzt nochmal alles, was wir haben, sozusagen in die PR für diesen dritten Stich hineinwerfen. Wie gesagt, wir kommen gut voran, aber wir müssen noch besser vorankommen in dem Bereich, um einen höheren Schutz zu bekommen. Ich habe Auftrag gegeben, dass für den Bereich des Contact Tracings, das ja bis zu einer gewissen Größenordnung problemlos funktioniert, ab einer bestimmten Größenordnung problematisch ist, ein vorgreifendes Mobilisierungssystem eingeführt wird. Was heißt das? Wir haben früher in den vergangenen Wellen haben wir halt einfach Contact Tracing durchgeführt. Dann wurden die Zahlen so hoch, dass unsere Leute diese Aufgabe nicht mehr bewältigen konnten und wir haben zusätzliches Personal eingestellt. Das hat aber dann immer sozusagen zeitliche Nachläufe. Wir müssen jetzt vorgreifend unter Zuhilfenahme von Prognosen dann, wenn die Zahlen noch relativ niedrig sind, die Leute mobilisieren, ins Contact Tracing hineinführen, dass wir dann sozusagen beim aufsteigenden Ast der Anzahl personell, der aufsteigenden Ast der Infektionen personell auch ausgestattet sind. Da können wir auf erfahrene Leute bereits zurückgreifen. Es ist ja nicht erst seit gestern, dass Contact Tracing durchgeführt wird. Aber wir werden auch vorgreifend noch Leute zusätzlich ausbilden, damit wir die Bezirkshauptmannschaften und auch das zentrale Contact Tracing Team unterstützen werden.
Was uns einigermaßen Sorgen macht, sind die PCR-Tests, die jetzt gut funktionieren. Jetzt haben wir wenig Neuinfektionen, jetzt ist das System stabil, auch mit Salzburg gurgelt. Also meine Informationslage ist, dass das in angemessener Zeit auch rückgemeldet wird, auch logistisch alles soweit gut funktioniert. Aber wenn die Positivrate wieder steigt, dann kann das Pooling nicht mehr durchgeführt werden. Das heißt, dass eben 10 Einheiten aufgelöst werden müssen und dann jede einzelne getestet werden muss, wenn ein positiver Fall ist. Und da sind wir wieder beim Thema der eingeschränkten Laborkapazitäten. Wir arbeiten da intensiv an einer Lösung, zum Teil durch Dezentralisierung, zum Teil durch Schaffung neuer Kapazitäten. Aber das braucht noch etwas, weil das sehr, sehr rechtlich auch sehr komplexe Maßnahmen sind. Und wir müssen hier genauso ein schrittweises Szenario einführen. Was passiert, wenn wir aufgrund der Testanforderungen mit dem PCR-Test, mit den Laborkapazitäten nicht mehr nachkommen? Können wir dann Ersatzmaßnahmen treffen? Können wir wieder auf das altbewährte Antigen-Wohnzimmertestsystem als Übergangsmodell zurückgreifen? Also da braucht es ein paar Dinge, die wir noch in Ausarbeitung befindlich sind. Wir haben beschlossen, dass die Sequenzierung, das ist die Untersuchung der PCR-Proben auf Omikron, ab sofort in Salzburg durchgeführt wird. Das klingt jetzt so unbedeutend, aber wir hatten eine Vorgabe des Bundes, dass das bei der AGES zu geschehen hat. Dauert 2-3 Wochen. Dann ist das alles schon zu spät. Das heißt, wir machen das ab sofort jetzt. Christian Stöckl hat auch in den Verhandlungen jetzt erreicht, dass hier das Positiv vom Bund gesehen wird und dass wir dann auch die Finanzierung dafür bekommen. Und wir stellen uns mit Quarantänequartieren auf, wenn es Gäste da sind, die Omikron haben, die nicht nach Hause fahren können. Also vor allem Fluggäste werden hier betroffen sein. Da haben wir bereits ein Quartier in Damsweg. Wir sind dabei, ein zweites Quartier aufzustellen. Ich glaube, dass wir da ganz gut rüberkommen werden. Ab heute dürfen wir ohne dies nur mehr Gäste 2G plus einreisen, also geimpft, genesen und PCR getestet. Auch hier wird auf uns möglicherweise, sollte Deutschland eine ähnliche Regelung einführen, ein erhöhter Bedarf an PCR-Tests zukommen. Sie sehen also, die Herausforderungen sind einigermaßen vielfältig. Und wir haben heute auch eine Videokonferenz mit den Bezirkshauptmannschaften gehabt. Die sind natürlich immer wieder unter besonderer Ziehung, weil sie auf der einen Seite das Contact Tracing machen müssen. Je mehr Fälle sind, umso mehr Entschädigungsfälle sind auch abzuarbeiten. Ich möchte hier schon einmal sagen, wir haben fast 50.000 Entschädigungsfälle zu 80% abgearbeitet. Das ist eine gigantische Leistung. Es wurden hier zig Millionen, ich glaube an die 80 Millionen Euro, bereits ausbezahlt oder sind in Auszahlung begriffen. Das alles leisten die Bezirkshauptmannschaften mit dem Contact Tracing. Und da kommt ein großes Thema noch auf die Bezirkshauptmannschaften zu. Das sind die Verwaltungsstrafverfahren im Bereich Impfen. Auch hier werden die entsprechenden Personalgerüste derzeit gerade erhoben, damit wir das umsetzen können. Und wir werden natürlich auch uns einige Maßnahmen überlegen müssen, die wir gegebenenfalls einführen müssen, falls die Zahlen explodieren. Wir werden auf jeden Fall die Kontrollverpflichtung von 2G im Handel Anfang Jänner einführen. Genaues Datum steht noch nicht fest, ob es der 3. oder der 10. Jänner ist. Da bin ich noch in Gesprächen mit der Branche. Zumindest an der Kasse muss 2G nachgewiesen werden. Das ist ja in der derzeitigen Verordnung nicht geregelt. Da ist nur eine Kundenverpflichtung drinnen, aber keine Kontrollverpflichtung des Handels, so wie in der Gastronomie. Und wir werden zusätzlich Damen und Herren requirieren, die die Polizei bei Kontrollen auch in der Gastronomie unterstützt. Wir werden diese Personen nach § 27a Epidemiegesetz sozusagen mit einem Amtsbefugnis der Gesundheitsbehörde ausstatten, damit diese Kontrollen durchgeführt werden können. Und bei Widerhandeln gibt es dann die entsprechenden Verwaltungsstrafanzeigen. Welche Maßnahmen dann noch kommen können, das ist dann im Lichte der Entwicklung zu entscheiden. Das kann von Sitzplatzbeschränkungen in der Gastronomie bis zur Untersagung größerer Veranstaltungen gehen. Klar ist unser Ziel, erstens Sicherung des Gesundheitssystems, vor allem in den Krankenanstalten. Zweitens Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, auch bei größeren Personalausfällen.
und drittens, wenn es irgendwie geht, einen Lockdown zu vermeiden. Sie sehen also, wir bereiten uns vor. Am meisten ist uns allen geholfen, wenn man sich an die Regeln hält, wenn man Maske trägt, wenn man einfach auch im Kontakt etwas zurückhaltend ist und wenn man sich die dritte Impfung geben lässt, die Boosterimpfung bzw. überhaupt impfen geht. Das ist immer noch das beste und probateste Mittel, um aus dieser schwierigen Situation herauszukommen.